Hallo, liebe Zuschauer, ich habe euch schon gezeigt, das war ein Video, die erste Gurke und die erste Tomate. Die erste Gurke haben wir gegessen, aber die erste Tomate ist noch hängen geblieben. Also das ist 3 Tage später. Ich möchte, dass die richtig reif wird. Die war damals rot, aber noch hat so härtere Schale gehabt. Und jetzt ist sie, diese Tomate, weicher geworden. Und natürlich, wie mein Herz sich freut. Was für eine Freude. Und wenn du weißt, es ist nur noch nicht Mai vorbei und wir haben schon Gurken und Tomaten. Nein, Tomaten noch einzelne und die zweite reift noch, vielleicht in einer Woche wird sie reif. Aber Gurken schon werden wir schon öfters essen. Ich zeige euch meine Hochbeete gleich. Aber bevor ich weggehe im Garten, ich möchte diese Tomate schneiden und probieren, ob sie überhaupt schmeckt. Weil die Tomaten, die so schnell reifen, dass diese zum Beispiel die besten meiner Sorte wie Ochsenherz, zuckriges Ochsenherz oder sibirisches Herzrose, das ist auch Serie Ochsenherze und die haben Zuckergehalt, was ich mag. Ich mag nicht Tomaten mit Säuregeschmack. Überwiegend Säure. Ich mag wohl mehr Zucker und Säure weniger. Sowas. Oder 50-50. Aber mehr Säure nicht. Und ob in dieser Tomate viel Säure drin ist, das weiß ich noch nicht. Und ich möchte erstens meine Freude mit euch teilen. Und jetzt probieren. In der Beschreibung, diese frühreifenden Tomaten, die werden nie groß. Sonst dauert es zu lange, wenn die Früchte groß sind, ja? Die entweder kleiner oder so mittelgröße haben die alle. Und es wurde auch gesagt, Geschmack ist es nicht so extrem süß, wie ich mag. Aber vielleicht doch besser als in Geschäften. Wollen wir doch probieren. Die Tomate war schon nicht der besten Form. Aber okay, wir haben, was wir haben. Da habe ich geschnitten und jetzt nehme ich ein Stückchen. Samen, so mittlere Zahl kann man sagen, nicht extrem viel. Die schmeckt überhaupt nicht schlecht. Meine Güte, und besonders wenn ich salze. Leute, die Tomate ist saftig und überhaupt für die erste Tomate im Jahr schmeckt die total gut. Ich würde natürlich immer mal behaupten, Ochsenherz, Serie Ochsenherz sind meine Lieblingstomaten. Und wenn ich dort die Note, die beste Note 1 gebe für Ochsenherz-Tomaten aus dieser Serie, mehrere. Es gibt Zucker-Ochsenherz, sibirisches Ochsenherz, verschiedene farbliche Ochsenherz. Die habe ich in meiner Kollektion. Das sind ZA und ZB bei Tomatensamen, bei Ebi Kleinanzeigen. Aber dieser Tomate würde ich Note 2 geben mit Plus. Weil die so früh reifende ist und hat solchen Geschmack für diese Jahreszeit. Super. Ich würde nur empfehlen, jetzt zeige ich Ihnen, wie die wächst. Im Hochbeet und sogar habe ich extra in einem größeren Kübel. Da ist Gewächshaus und im Gewächshaus befindet sich mein Beet, Hochbeet.
Ich habe immer Salate gesammelt und heute das letzte Mal, dass ich Salat sammle, weil ich habe, glaube ich, alles schon abgezwickt. Nee, nur ein bisschen hier. Und hier wachsen noch Radiesli. Diese große Pflanze mit breiten Blättern, das ist Chinakohl. Und ist die so riesig? Meine Güte, habe ich nicht gewusst, dass sie so groß wird. Und ich kann sagen, jetzt die erste, also nach einer Woche, unbedingt in einer Woche werden wir schon die Gurken essen. Weil hier kommt schon da Gurke, da hängen Gurken und noch höher, höher. Und die alle, ich habe hier 5 Gurkenpflanzen. Hier Gitter, also 1, 2, 3, 4, 5. Und noch nach dem Hochbeet ist ein bisschen Platz geblieben. Da ist noch eine Gurkenpflanze, die sieht man bestimmt nicht so gut. Aber diese 4, 5 Pflanzen, die haben alle schon kleine Gurken, so ungefähr 2 cm lang. Und mit Gurken jetzt wird kein Problem. Und schaut ihr bitte, wie Erbsen schön wachsen. Hier ist warm und Schatten und Erbsen, die geben schon die Blüten. Aber die Erbsen, die ich draußen eingepflanzt habe, die wachsen nicht so gut. Vielleicht war zu heiß für die, diese heiße Mai-Temperaturen, die sehen nicht so prächtig aus, aber die alle da, oh, und die Radiesli, die sind irgendwie Riesen-Radiesli geworden. Ach, kann nicht mal zeigen, überall Blätter oder Unkraut da noch. So, aber ich natürlich bin riesig froh und jetzt aus eigener Erfahrung natürlich kann ich nur jedem empfehlen, egal ob in solchem billigen grünen Gewächshaus, das ist Tomatengewächshaus, noch ein Hochbeet dazu stellen und dann wächst alles schneller. Im Mai habe ich Gurken, egal, heute ist 21. Am 30. werde ich Haufen Gurken haben. Und diese Gurkenpflanze, diese Gurke heißt Baby. Also 3 ziemlich, ne, 2 schon gute, kann man sogar abmachen. Weil die Babygurken, die sind bis zu 8 cm lang normalerweise und müssen nicht extrem lang sein. Und hier im Kübel zeige ich euch die Sorte Frühe 83, heißt so Tomatensorte. Die habe ich im Kübel eingepflanzt, weil im Hochbeet kein Platz schon war. Und die sind mehrere Tomaten, noch grün. Probieren wir in der Zukunft aus. Von dieser Pflanze, da ganz vorne, da ist das zweite Hochbeet, schon mit Tomatenpflanzen. Da vorne steht die Pflanzensorte Turboreaktiv. Also sehr schnell. Man kann schon einigermaßen verstehen, ja. Und da war diese rote Tomate, die ich heute abgemacht habe. Und ich bin mit dieser Sorte sehr, sehr zufrieden. Nach Geschmack, wie schnell die reif war. Und so viele kleine Tomätchen hängen noch an der Pflanze. Die zwei beide sind selbe Sorte Turbo. Schnelle. Und natürlich, ich werde unbedingt diese Samen sammeln, gewinnen und dann im nächsten Jahr die ersten Tomaten, die schnellsten. Natürlich, da kommt auch noch, wird bald noch eine
nächste Tomate reif. Da sieht man sehr nicht so gut. Die ist schon so orange ein bisschen. Das ist Sorte, wenn man übersetzt, Gimpel. Naja, auch nicht langsamer. Und nächste Sorte ist Zimmer Surprise. Da hängen die Früchte. Und die sind irgendwie länglich. Und die haben solche längliche Form, ovale kann man so sagen. Und noch eine Sorte, das ist Sorte Kuss. Da sehen die so aus, mit so scharfer Nase. Aber es ist noch nicht viel, sehe ich nicht viel Früchte. Und im Gewächshaus war sehr, sehr heiß, ja, letzte zwei Wochen, ihr wisst natürlich. Und dabei, so bei der Hitze, da kann man sagen, Ernte wird weniger. Hoffentlich bleibt die Ernte gut, aber ich weiß nicht. Noch eine Pflanze, auch von dieser Sorte Kuss, ist da im Kübel. Nur mal schauen, was in der Zukunft wird. Und ich habe noch, vielleicht ist die nicht so gut für die frühe Ernte gemeint, geeignet. Ich habe noch eine Pflanze, einfach draußen werde ich noch pflanzen und dann schauen wir mal, wo sie sich am besten entwickelt. Aber sonst, liebe Zuschauer, das ist ein Glück, ehrlich. Hochbeet im Gewächshaus und frühe Ernte. Also da kann man sagen, aus 5 Sorten Tomaten, die ich ganz früh eingepflanzt habe in diesem Jahr für die Welle frühe Ernte. Erste war, auf Russisch heißt turboreaktivny, und so ungefähr übersetzt turboschnell. Turboreaktiv. Zweite, die ist schon orange Farbe hat, Tomatenfrucht, Gimpel. Dritte Sorte, glaube ich, die sitzt im Kübel, frühe 83. Frühe Tomate 83. Die werden Anfang Juni rot. Vierten Platz nimmt Tomate Zimmer Surprise. Die sind noch total grüne. Und letzten Platz belegt Tomate Kuss, auf Russisch Kuss, auf Deutsch Kuss. Ich glaube, ich werde die im Freiland noch pflanzen. Ich habe noch junge Pflanzen. Vielleicht wird sie sich dort besser entwickeln. Und zum Schluss kann ich nur wiederholen. Super, super mit Hochbeet. Sonst habe ich immer im August Tomaten gehabt, die ersten. Mitte August, Ende August, jetzt Ende Mai. Das ist ein Schritt vorwärts.